Jetzt ist, glaube ich, eine gute Gelegenheit. Da war schon eine Frage. Wo war der? Ach ja, okay. Okay, dann schieß mal los, nicht? Vielleicht interessiert das andere Leute. Traum erzählt, wo du bei deiner Mutter hier aus dem Garten warst. Ja. Und ich habe mich dann gefragt, also du hast es ja bewusst wahrgenommen, bist du dann, fühlst du dich so, wie du dich quasi so im Alltag, sage ich mal, fühlst? Oder bist du dann dieses erleuchtete, freie Wesen? Wie nimmst du das wahr? Ja, Ist also das Placebo oder? das wurde so wahrgenommen, als wenn ich jetzt wirklich körperlich da wäre. Also das war meine erste außerkörperliche Erfahrung. Und es gibt überhaupt keinen Unterschied. Die Realität sieht genauso aus. Der einzige Unterschied ist vielleicht, dass man klarer ist. Das ist wirklicher als wirklich. Man sieht besser. Deshalb habe ich mich auch zu diesem Baum hingezogen gefühlt, um die Baumrinde mir genauer anzugucken. Ich habe sogar die Energie gespürt, durch den Baum geflossen ist, nicht? Also die Wahrnehmung wird unheimlich stark, wenn man total in diesem außerkörperlichen Zustand ist, nicht? Und da gibt es auch noch verschiedene Phasen des außerkörperlichen Zustands. Darauf kann ich auch noch eingehen. Was vielleicht nicht ganz klar geworden ist, was ich vorhin erwähnt hatte, hat der Manfred schon gesagt, als ich aufgehört hatte zu meditieren, das waren nur ein paar Wochen. Ich habe dann wieder angefangen. Ich habe das natürlich genossen, nicht? Aber dann fing ich wieder eifrig an zu meditieren und seitdem jeden Morgen nach dem Aufstehen 1 bis 2 Stunden, nicht, meditiert. Manchmal ging die Meditation so tief, dass ich ein Frühstück verpasst hatte und meine Frau reingekommen ist und wollte wissen, ob ich überhaupt noch am Leben bin. Da war ich so in einer so tiefen Meditation, dass ich überhaupt kein Zeitgefühl mehr hatte. Und dann gibt es noch außerkörperliche Zustände, die auch so stark sind, das muss ich noch betonen. Vielleicht haben Leute hier was mitbekommen von den Mönchen in Tibet, die sich so in Höhlen einschließen. Und diese Mönche gehen in diesen tiefen Zustand der außerkörperlichen Erfahrung. Und da gibt es verschiedene Phasen der außerkörperlichen Erfahrung. Und zwar, mir ist das zum ersten Mal so gegangen, da war ich 6 Stunden im außerkörperlichen Zustand, für 6 Stunden. Ich wusste noch, ich fing an, ich bin rausgekommen um 12 Uhr nachts und wieder zurück um 6 Uhr morgens. Im vollen Bewusstsein. Und das Irre war, dass je länger ich draußen war, desto schneller hatte ich mich akklimatisiert an diesem Zustand. Und mir kam das so vor, als dieser außerkörperliche Zustand mein eigentlicher Zustand ist. Also das ist wo ich mich am besten zu Hause fühlte. Und ich wusste nach einiger Zeit überhaupt nicht mehr, wie komme ich denn jetzt wieder in meinen Körper zurück. Das fühlte sich unheimlich unnatürlich an, nicht? Und zwischendurch, dann ist mir dann gewahr geworden, ich wusste ja, ich bin im außerkörperlichen Zustand. Ich bin dann zu meinem Körper zurückgekehrt, um herauszufinden, ob der Körper noch am Leben war, nicht? Und das ist so 2, 3 Mal passiert, dass ich zurückgehen musste, um wirklich herauszufinden, was da überhaupt los war. Was mir auch schon passiert ist, dass ich außer meinem Körper war und dann auf einmal gemerkt habe, als ich gerade zurückkommen wollte, mein Körper war gelähmt. Nicht so, also so eine Schlafstarre, die viele Leute haben, bevor, wenn sie einschlafen.
Und das Einfachste, da rauszukommen, ist einfach, sich einzuschlafen. Nicht? Das ist ein ganz natürlich, eigentlich ein ganz natürlicher Ablauf, weil jeder Mensch seinen Körper jede Nacht wenigstens einmal verlässt und dann in diese Astralwelt eintaucht. Das Einzige ist nur, dass wir uns sofort nach dem Aufwachen, dass wir das vergessen. Das vergisst man im Bruchteil einer Sekunde. Man kann auch einen ziemlich starken Traum haben, aber sobald man aufwacht, kommen die Schranken runter und man kann sich nicht mehr daran erinnern. Das geht vielen Leuten so. Ich habe nachher noch für später morgen oder so eine PowerPoint-Demonstration, wo ich diesen ganzen Weg beschreibe und wie man sich schulen kann, seine Träume zu behalten oder zu merken und so weiter und das Traumleben zu entwickeln. Also von Natur aus leben wir auf mehreren Realitätsebenen. Wir haben alle ein Doppelleben. Ja, gleichzeitig und auch in der Nacht. Da kann ich auch noch drauf eingehen, auf dieses Doppelleben, das wir führen. Und besonders in der Nacht gehen wir in unseren Astralkörper rein und leben dann unsere anderen Sachen, die uns so am Tag über beschäftigen, dann aus. Aber das ist einfach die Natur, die uns dieses Mittel gegeben hat, in andere Dimensionen einzutauchen. Wir schöpfen das nur nicht aus. Nicht? Wir haben das vernachlässigt. Für uns sind Träume Schäume. Aber in Wirklichkeit kann sich das total anders verhalten. Und darauf werde ich dann später nochmal eingehen, wie man das Traumgeschehen lebhafter machen kann, damit man mehr bewusst das ganze Leben ausschöpft und nicht nur so, sagen wir mal, 8 Stunden am Tag verschwendet im Unbewusstsein. Und das kann uns einen Einstieg geben in eine total andere Welt und auch unser Bewusstsein total entfalten, nicht? Das wird ja heute schon ganz bewusst gemacht, dass Sportler lernen, luzide zu träumen, um ihre sportliche Leistung zu steigern und so weiter. Das wird ja schon ganz bewusst eingesetzt. Das hat man schon durch die Psychologie, das luzide Träumen, kann man benutzen, um sportliche Leistungen zu steigern und auch mentale Leistungen zu steigern. Schon eigentlich der Traum in der Nacht, der Astralreise. Ja, da ist jede Nacht findet schon eine Astralreise statt für uns. Nicht? Es geht nur darum, dass wir das im Unterbewussten erleben. Unser Bewusstsein ist zu stark auf diese materielle Welt fokussiert. Und wir haben uns damit abgefunden, dass wir diese Trennung haben zwischen unserem Traumleben und unserer Realität. Ich meine, das hat auch seine Vorteile, nicht? weil manchmal da überladen werden kann dadurch. Nicht? Aber wenn man diese Träume kontrollieren kann, dann kann man sie benutzen, um unheimliche Leistungen zu... Ich habe eine Bekannte von mir, die ist Lehrerin von luziden Träumen. Luise Johnson, die ist Psychologin und die benutzt die luziden Träume, um traumatische Ereignisse der Kindheit für Kinder zu lösen. Nicht? Die bringt den Kindern diese luziden Träume bei und die Kinder sind da viel, viel zugänglicher für, die irgendwie ein traumatisches Erlebnis hatten in ihrer Kindheit. Und die werden durch diese luziden Träume, diese Traumstresse werden dadurch erlöst. Und das kann auch bei normalen Menschen, bei Erwachsenen, auch genauso benutzt werden. Nicht? Und deshalb gehe ich nochmal später auf luzide Träume ein und auch bestimmte Techniken,
um diese zu etablieren und unser Leben einfach zu erweitern, nicht unsere Wirklichkeit. Wollen wir bei den luziden Träumen auch dann verabreden, dass dann zwei in den gleichen Träumen reingehen? Ja, es gibt Gruppen. Ich hab durch Facebook und so weiter ziemlich viele Leute so Kontakte aufgenommen. Da gibt es zwischendurch mal wieder Gruppen, wo die sich dann verabreden und dann gemeinsamen Traumerlebnis haben. Da gibt es natürlich Schwierigkeiten, wenn jetzt zum Beispiel, weil jedes Traumerlebnis immer noch anders ist. Man muss sich das mal so vorstellen, sagen wir mal, wir sitzen jetzt im Wohnzimmer zusammen. Ich sitze auf dem Sessel und meine Frau oder jemand sitzt auf dem Sofa. Dann sehen wir beide andere Welten. Ich sehe dich mit dem Sofa da und du siehst mir auch eine andere Sichtweite. Also von daher sind wir schon andere in einer anderen Welt. Nur der Konsensus ist, dass wir zusammen in einer Wirklichkeit sind. Und darauf gehe ich dann später nochmal ein. Die subjektive Erlebniswelt und die Konsensus-Erlebniswelt. Also auf der Astralebene gibt es genau solche Städte, wie wir hier haben. Also die werden Konsensus-Wirklichkeiten genannt, wo die Leute sich geeinigt haben. Jetzt bauen wir hier eine Stadt. Und dann energetisch ziehen sich Leute, genau wie hier, fühlen sie sich an bestimmte Orte angezogen, nicht? Und da siedeln sich dann an. Und da gibt es sehr große, riesige Städte auf der Astralwelt, viel mehr als hier. Und das werde ich dann auch noch ein bisschen zeigen gleich, wenn wir über die astrale Welt sprechen. Und ja, ich meine, es gibt, das Thema ist riesig groß, nicht? Und sonst noch irgendeine Frage? Also es gibt ja die verschiedensten Systeme, die Oberflächen beschreiben. Blavatsky hat das ja in der Theosophie beschrieben, Begegnungen das sind, dann die Leben beschreiben das und am besten beschreiben das die sogar Schablonen. Hast du da auch ein System, ob hier ist die Astralwelt, dann die Kausalwelt, dann die Mentalwelt, die ätherische Welt, dann die Seelenwelt? Hast du da auch eine Karte entwickelt und hast du die Karte mal mit den anderen verglichen? Ja, ich kann das vielleicht mal kurz ansprechen. Ich habe mir mal so ein Energiebild gemacht. Ich muss von vornherein sagen, dass dieses nur Metaphoren sind. Diese ganzen Abbildungen, die Schemas von den Theosophen und so weiter, in der Wirklichkeit gibt es nicht. Wenn da jetzt auf der Astralebene, das sind keine Schilder, die sagen, das ist Astralebene 1. Und ich hatte am Anfang sogar Leute gefragt, auf welcher Astralebene bin ich denn jetzt? Nicht? Die habe ich so angesprochen und die haben mich ganz doof angeguckt. Und also ich war echt Amateur am Anfang. Nicht? Für mich war alles total neu. Das hat eine Weile gebraucht, bis ich mich zurechtgefunden habe. Aber das ist sogar so, man kann die Ebenen sehr schnell wechseln. Manchmal nur, dass ich mich einfach umdrehe oder durch eine Tür gehe oder auf einen Lichtpunkt zugehe und auf einmal ist man in einer total anderen Wirklichkeit. Das Einzige, was man vielleicht erlebt, ist eine Verschiebung, eine Energieänderung. Nicht? Dass man zum Beispiel, wenn man in einer, sagen wir mal, höheren oder feineren Energieebene kommt, dann spürt man das. Dann erweitern sich die Sinne, man wird mehr gewahrsam, nicht? Man sieht mehr man hört besser, man sieht besser, die Natur entfaltet sich mehr, das wird alles reichiger, üppiger. Und genau das Umgekehrte passiert, wenn man auf untere Astralebene geht, wo die Energie fast total
wegfällt, sodass sich eine Dunkelheit einstellt. Also man ist dann wirklich in einer sprichwörtlichen Dunkelheit und die Energie ist total flach dann. Da gibt es Bäume, aber die haben keine Blätter. Es gibt Licht, aber das ist nur so ein Zwielicht. Oder manchmal sogar, wenn es ganz ohne Energie ist, dann ist das sogar dunkel oder das wird kalt. Nicht? Die Kälte, die sich auf den negativen Astralebenen einstellt, ist eine psychologische Kälte, die noch schlimmer ist als die größte Kälte hier auf der Erde. Und so hat also auf den Astralebenen gibt es die Erfahrung ist eine psychologische Erfahrung, nicht? Also keine physische Erfahrung. Man kann also frieren, aber das ist eine gedankliche Kälte. Und so muss man das mit der physischen Ebene vergleichen. Nicht? Ja, sonst noch? Ich wollte aber darum nachhaken, weil ich das alleine gesagt habe. Siehst du da Grenzen? Also du sagst, du gehst durch die Tür durch und du drehst dich um. Also es ist schon irgendwie so voneinander getrennt, also egal wie sie gezeichnet werden. Ja, das viele Leute haben das. Andere Astralreisen, mit denen ich gesprochen habe, die haben ihre eigenen Techniken entwickelt. Und eine Technik ist, dass man sich schnell rumdreht. Und dadurch verschiebt sich energetisch irgendwie die Frequenz. Das kann man so machen. Oder man kann das sagen, höhere, feinere Energie jetzt. Dass man einfach das rausschreit. Das sind Frequenzunterschiede. Das gibt keine physische Grenze. Und ich habe das auch gemerkt, zum Beispiel auf den unteren Ebenen, wo Leute eine sehr negative Einstellung, die wollen da raus. Okay? Und die wandern für Tage. Und zum Schluss sind sie genau wieder an dem Punkt angelangt, wo sie losgegangen sind. Also wenn die Einstellung sich nicht verändert, verändert sich auch die Umwelt nicht. Und deshalb kommt es vor, dass Leute für sie eine Ewigkeit in so einer negativen Situation sind. Darauf gehe ich vielleicht gleich nochmal ein. Ja, das ist auch das Buch. Das neue Buch Elysium Unveiled oder Entschleiert, da wird das ganz klar dargestellt durch Bilder und so weiter. Nicht? Deshalb habe ich das Buch überhaupt gemacht, um so eine Vorstellung zu geben. Nicht? Es gibt also unheimlich viele Wege, das zu beschreiben, wie das geht. Nicht? Und sonst noch? Ja? Es gibt ja 1001 Wege, den Körper zu verlassen. Ja. Im Raum halten oder Mondo hast du da Phasing, ich würde gerne mein Bewusstsein woanders hin. Empfiehlst du in einigen deiner Bücher auch eine Technologie, macht es so und so, dass es für uns nachvollziehbar ist? Sag, okay, wir wollen dann die Ausprobierung auch mal rausgehen. Ja, ich hab eine PowerPoint-Präsentation. Persönlich, ich bemühe mich nicht, aus meinen Körper zu verlassen. Das war früher, als ich noch jünger war, war für mich das noch viel interessanter. Jetzt hat sich für mich diese ganze Sache total verändert. Nicht? Weil ich jetzt das irgendwie anders sehe. Ich sehe das mehr vom Einheitsbewusstsein. Und ich schaue dann in verschiedene Schwingungen rein oder so. Ich fokussiere mich dann auf etwas. Zum Beispiel, wenn ich meditiere, dann bin ich erstmal wenn ich anfange zu meditieren, die Augen zumache, dann bin ich erstmal in so einer, ich nenne das die Silberwelt. Das ist eine Silberwelt, denn es ist eine Helligkeit da. Und dann kann ich Gedanken benutzen, um einen Fokussierungspunkt zu finden. Und dann entwickelt sich daraus eine Ebene, eine Welt, nicht? In die ich dann eintauchen kann. Aber das ist dann nur noch im Bewusstsein, nicht durch eine außerkörperliche Erfahrung. Und das ist irgendwie besser, weil
erstmal hat man viel mehr Kontrolle und außerdem sieht man das von einem anderen Gesichtspunkt, nicht? Von dem Gesichtspunkt des Wissens. Man weiß dann schon, was läuft. Nicht? Ist ein bisschen schwierig zu beschreiben, aber es gibt viele, viele Wege, aus dem Körper rauszukommen und so weiter. Ich habe mit Freunden gesprochen, die das sehr einfach finden. Und ich mache das nicht mehr. Ich überlasse nur noch das dem Zufall, dass ich manchmal durch die Meditation in so einen außerkörperlichen Zustand einschlüpfe. Und das meiste, was ich dann tue, ist, ich fange sofort an zu meditieren. Wenn ich aus dem körperlichen... gibt eine unheimliche Gelegenheit, wenn man im außerkörperlichen Zustand meditiert, ist das so, als wenn man eine Rakete aus dem Weltraum abschießt, die keine Schwerkraft überwinden muss. Und ich empfehle dann den Leuten auch, das zu tun. Das habe ich auch in außerkörperlichen Kreisen auf Facebook und so weiter immer wieder angedeutet. Meditiert einfach. Nicht? Und dadurch kann man schnell in eine viel höhere Bewusstseinsstufe eintreten als durch normale Meditation. Okay, du wolltest? Die Sinneswahrnehmung sind auch für diese Ebene entscheidend. Ja. Die nimmt man praktisch auch mit dann auf die anderen Ebenen. Da kann ich genauso sehen, hören und so weiter. Das verliert sich auch nicht in die höheren Ebenen. Nein, nein. Das wird sogar stärker, klarer. Man sieht nicht nur mit den Augen, sondern man sieht mit dem ganzen Geist. Und wenn man auf die, ich sage mal jetzt, die spirituellen Ebenen eingeht, dann hat sich das Bewusstsein total verändert. Da gibt es keine Außenwelt mehr. Nicht? Das ist ein ziemlich schwer zu beschreibender Zustand, weil die Wahrnehmung in dem Moment da stattfindet, wo man hinschaut. Zum Beispiel, wenn man jetzt sich eine Blume anschaut, dann schaut man sich nicht nur die Blume an, sondern man ist die Blume, man fühlt sich wie die Blume. Ja, weil das Einheitsbewusstsein sofort aus der Blume rausschaut. Die Wahrnehmung wird intensiviert und wird komplexer. Ja, wird unheimlich scharf, unheimlich komplex. Und nicht nur das, je näher man sich dem Einheitsbewusstsein annähert, desto mehr Liebe oder Empathie entfaltet sich, dass es diese Trennung hört einfach dann auf zwischen der Innenwelt und der Außenwelt. Man wird, was man sieht. Das ist ein unheimliches Erlebnis. Und ich habe Sachen erlebt, ich werde die in meinem nächsten Buch anfassen. Das wird dann so verrückt sein, dass Leute bestimmt sagen, ja, der Jürgen, der spinnt. Also das gibt es ja überhaupt nicht, nicht? Das sind Erlebnisse, können da stattfinden, von denen wir uns überhaupt kein Bild machen können. Nicht? Zum Beispiel eine Sache ist mir passiert, ich bin meditiert, auf einmal war ich ein Eisberg. Ich habe mich genauso gefühlt wie ein Eisberg. Ich habe die Zeit total anders empfunden. Ich habe das Wasser gespürt. Ich habe das Eis gespürt. Ich habe gespürt, wie lange ich als Eisberg lebe. Und das hat sich alles in ein paar Sekunden abgespielt. Das heißt also, in diesem feineren Bewusstseinszustand, dann kann man erstmal erleben, dass alles lebt. Alles, jedes einzelne Atom ist lebendig und hat Intelligenz. Anders kann ich das überhaupt nicht ausdrücken. Auch wenn man jetzt sich eine Motte ansieht oder eine Ameise, das ist reine Intelligenz. Und man kann sich sogar in diese andere Wesensarten vom Einheitsbewusstsein hinein vertiefen und dann das Gefühl hat, dieses Lebewesens oder diese Pilz oder was immer das auch ist, weil das Bewusstsein ist eins. Und aus diesem Einheitsbewusstsein kann man in alle möglichen Formen einfließen und die Formen verstehen, also vom, sagen wir mal, vom Göttlichen her.
nicht, wie das so geht. Und das ist eine unheimlich starke Erfahrung. Und ja, die steht uns zur Verfügung. Das heißt, diese Astralwelten sind sowas wie das Verlassen der dritten, vierten Dimension. Denn kann man Astralwelten mit Dimensionen dann? Ich würde sagen, Energieschwingung. Oder ich habe die auch Dimensionen genannt in meinem ersten Buch. Aber es gibt keine harten Grenzen. Nicht? Man kann auf einmal innerhalb von Momenten von einer Dimension auf die andere überwechseln. Man kann total versinken oder sich total erhöhen. Das hängt nur von der Schwingung ab. Man kann auch Leute sehen. Zum Beispiel sind wir mal auf einem Konsensus, in einer Konsensuswelt wie hier. Da kann man sehen, da sind Leute, die da vorbeilaufen, die sind auf einmal auf einer anderen Bewusstseinsebene. Und mir ist das so aufgefallen, ich war in ein Haus eingeladen, habe da eine Familie besucht und es wurde, ich glaube, im zweiten Buch habe ich das beschrieben. Und wir haben uns dann unterhalten und so weiter. Und als ich wieder wegging, da aus dem Haus rausgegangen, da ist ein Typ vorbeigelaufen, der total blau war mit großen Flecken am Körper. Und ich dachte, Mensch, du. Und als ich ihn angeschaut habe, hat er das sofort gemerkt und hat sich normal wieder verwandelt, ganz schnell. Und zwar war der in einem anderen Gemütszustand. Und ich wusste genau, was das für ein Zustand war, weil man viel bewusster ist und diese Abgrenzung, die gibt es nicht so. Zum Beispiel die Leute auf der Astralebene, die sind sehr vorsichtig mit ihren Gedanken, nicht? Weil Gedanken keine Geheimnisse mehr sind. Nicht? Und das ist echt, das kann sehr peinlich sein. Als ich am Anfang mich mit diesen Leuten auseinandergesetzt habe, da war eine Frau, da habe ich gedacht, Mensch, du, die ist ja eigentlich viel zu grob, sieht die aus, habe ich so gesehen. Ihr Gesicht war an sich, mir ist aufgefallen, dass sie ein bisschen hässlich war, sagen wir mal. Nicht? Und ich habe das in meinen Gedanken nur aufgenommen. Und die hat mich sofort angestarrt, wie mit Dolchen. Und ich habe mich dann gleich bei ihr entschuldigt. Nicht? Also da muss man wirklich, und die Leute, die da wohnen, das Gute dabei ist, dass sie lernen, vorsichtig mit ihren Gedanken umzugehen. Nicht so wie wir hier. Wenn wir jetzt zum Beispiel jemanden irgendwie beleidigen in unseren Gedanken, dann fällt das hier überhaupt nicht auf. Aber auf der Astralebene, da muss man sich ein bisschen zusammennehmen. Und das ist ein großer, guter Lernprozess für unsere Evolution. Nicht? Ich sehe ja, die astrale Welt ist irgendwie eine Evolutionsstufe unseres Lernprozesses, um zur Einheit zu kommen. Jede Astralstufe hat was da, was uns beibringen kann. Und die Auffälligkeit zum Beispiel, dass die Leute mehr bewusst sind mit ihren Gedanken, das ist mir aufgefallen. Aber es gibt noch unheimlich viele andere Sachen, die Leute lernen auf diesen unteren Ebenen. Sogar ganz, ganz unter, auf den ganz negativen Ebenen. Das werde ich auch noch gleich vielleicht nochmal zeigen. Wie kommen dann die Leute wieder raus, wenn die da in den unteren Ebenen gefangen sind, in den negativen Spiralen? Wie kommen die da? Ja, das kann ein ganz großes Problem sein. Die einzige Möglichkeit, wie man da rauskommt, durch das eigene Bewusstsein, das muss sich verändern. Nicht? Und manchmal kommen die Leute da raus, dass das einfach zu langweilig wird. Und sie dann irgendwie resignieren und dann einfach lieber schlafen möchten. Die haben dann so die Schnauze voll von ihrem Zustand,
dass sie dann sich resignieren. Und das habe ich auch gemerkt, wenn diese Resignation stattfindet, dann entspannen sich die Leute und dann verändern sich auch ihre Gesichtszüge. Und so langsam kommen sie aus dieser... Und dann kommt jemand, was häufig passiert, da kommt ein astraler Helfer vorbei. Die merken das dann. Und das sind so Krankenschwestern oder so, oder wie sagen wir, Psychotherapeuten. Die helfen die dann, nicht? Die nehmen die dann mit die Fittiche. Und manchmal dauert das nur, sagen wir mal, ein paar, nach unserer Zeit ein paar Stunden oder Minuten, nicht? Manchmal kann das ja Jahrzehnte dauern, nicht? Bei Leuten, die dann in so einem Kreislauf drin sind und dann auch bestimmte psychologische Haltung entwickeln, zum Beispiel Selbsthass. Aber irgendwo kann man auch vereinfacht sagen, wenn man in dieser Energie nicht ist, dann wird man da nicht in Kontakt kommen. Nee, das, ich habe die ganz absichtlich rausgesucht. Und zwar, weil ich, wie ich schon vorher erwähnt hatte, ich wollte mein ganzes Leben lang immer mit meinem Unterbewusstsein klarkommen. Diese Sachen wollte ich unbedingt erforschen. Und die haben mich dann in solche Gegenden manchmal reingeführt, aber ich war von denen irgendwie nicht betroffen, weil die mich nicht wahrgenommen haben. Nicht? Weil ich auch eine andere. Nur weil du eben einen Teil von dir kennengelernt hast. Genau. Ich bin sogar in, mal sehen, ob ich das jetzt finde hier. Ich habe die sogar ausdrücklich gesucht. Und zwar von Zeit zu Zeit bin ich in so Höhlen abgestiegen. Und das erste Mal, wo ich das Erlebnis gemacht habe, bin ich schnell durch diese Höhlen durchgegangen. Ich habe nur, und das ging also wirklich in die Unterwelt. Und jemand hat gesagt, Swedenborg hat das auch beschrieben, da sind Löcher im Boden, da geht es in die Unterwelt. Und ich bin dann ganz schnell da durchgegangen, weil das ziemlich gruselig war. Nicht, da war ziemlich schlimme negative Energie, aber ich wollte das unbedingt erforschen. Und irgendwas hat mich da schon angezogen. Ich weiß nicht, wo das war. Manchmal dachte ich, ja, du bist vielleicht so ein schlechter Mensch oder so, dass du da nicht das hast du verdient. Aber das war nicht so, weil ich immer meinen stillen Begleiter mit mir hatte. Nicht? Also ich war nicht von dieser Negativität betroffen. Aber ich habe unheimlich viel gelernt über die Leute. Dies ist zum Beispiel ein ganz interessantes Bild hier. Warte mal. Diesen stillen Begleiter, hast du den auf den anderen Ebenen besser gesehen? Nee, der stille Begleiter, das war nur ein Aspekt meines höheren Bewusstseins. Das war eine Präsenz. Nicht? So, hier ist zum Beispiel ein Beispiel, das auch schon von anderen Leuten beschrieben war. Leute, die in Selbstmitleid versunken sind. Für die kann die Welt so aussehen, dass sie wirklich in einem Sumpf stecken geblieben sind. Und dann sind die anderen Leute sind da auch in diesem Sumpf mit drin und die bemitleiden sich und die haben dann ein negatives Gefühl. Und für die sieht diese Wirklichkeit also wirklich so aus. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Nicht? Und es gibt viele solche Gegenden, wo die negativen Züge, der Charakter, die Leute in diese Unterwelt verbannen. Und ich hatte zum Beispiel in meinem zweiten Buch, da war damals diese Selbstmordanschläge, Selbstmörderbomber. Nicht? Und da habe ich mich gefragt, da hatte ich mehrere Erlebnisse, was passiert mit diesen Leuten? Die glauben ja wirklich, dass sie was Gutes tun. Nicht? Die sind ja mit Herz und Seele dabei, damit sie dann, was auch immer, da im Himmel kommen. Aber die Wirklichkeit sieht total anders aus.
Und ich habe in Vistas of Infinity beschrieben, was mit diesen Leuten passiert. Und zwar sind die dann in einem, was also wirklich geschehen ist, zum Beispiel Leute, viele Leute umgebracht worden. Da war dieser Selbstmordanschläger, der war in einem Menschenhaufen von abgetrennten Armen und so weiter, die immer noch gelebt hatten, die war da drin gefangen. Und sobald er angefangen hat zu beten, da wurde ihm nur vorgezeigt, was die Konsequenzen seiner Handlung war. Und er konnte aus diesem Kreislauf nicht raus, weil er musste, um da rauszukommen, erwirken, dass er die Vergebung seiner Opfer findet. Und das ist schwierig. Und manchmal sind die Leute wirklich in diesen unteren Ebenen gefangen. Ich hatte, ich möchte ehrlich, dass jeder, der so denkt, dieses Erlebnis hat, dann würde es keine Selbstmordanschläge mehr geben. Da würde es sogar überhaupt keine Kriminalität mehr geben. Nicht? Weil die Leute, die solche Sachen machen, die werden von ihren eigenen Absichten gefangen genommen. Und das für mich, deshalb fängt die Erweiterung des Bewusstseins schon auf den unteren Astralebenen statt. Die Leute, die also so eine schreckliche Handlung begangen haben, die werden dann erstmal klar, die erleben das dann, was sie ihren Opfern zugefügt haben. Und von vielen Nahtoderfahrungen, die berichten, dass die durch den Live-Review durchgehen, dass sie dann also ihr ganzes Leben nochmal durchleben. Das findet sehr schnell statt, aber dass sie das nicht nur von ihrer Sicht aus erleben, sondern auch von der Sicht aus der Leute, mit denen sie zu tun hatten. Also dass sie das Glückserlebnis haben der Leute, die sie geholfen haben, oder auch das negative Erfahrung. Jeder muss da durch. Da kommt keiner dran vorbei. Also könnt ihr euch vorstellen, was mit Putin, was auf ihn zukommt, nicht? Wenn der oder solche Leute, da geht es nicht dran vorbei. Jürgen, wenn du in diesen Sphären unterwegs bist, du hast ja eine andere Schwingung. Ja. Kannst du praktisch mit dieser höheren Schwingung, in diesen niedrigen Energieschwingungen drin sein? Ja, also du bist das Bewusstsein, das Einheitsbewusstsein ist überall. Okay? Praktisch wie ein Blick da rein. Ja, man schaut. Ich bin da reingekommen, besonders bei diesem Selbstmörder. Da kam ich zum ersten Mal, ich wollte einfach nur, als ich zum ersten Mal die außerkörperliche Erfahrung wahrgenommen habe, wollte ich meinen Vater besuchen. Und dann sagte mir, das geht nicht, jetzt geh mal woanders hin. Und ich hatte diesen Wunsch schon vorher, um herauszufinden, was mit Selbstmordanschlägern passiert. Und dieses Vorhaben ist dann in den Vordergrund getreten. Und auf einmal war ich in dieser Wüste aus verbrannter Erde, aus schwarzen Wolken, die aus dem vulkanartig aus dem Boden entstanden sind. Und ich war dann in dieser höllischen Ebene schon mal, wo Gewitter war, Blitze, Donner. Und da wusste ich schon mal jetzt, wo an der Schwingung habe ich schon gesehen, wo ich war. Und dann habe ich diese Menschenhaufen da gesehen. Nicht? Und dann kam es noch dazu, dass da diese Terroristen, die auf der gleichen Ebene waren, die waren da auch. Die haben da auch noch. Und die haben Gedankenformen von ihren Feinden geschaffen, auf die sie dann geschossen haben. Und als sie mich gesehen haben, sind die auf mich zugegangen und haben auf mich geschossen. Aber die Kugeln sind so aus dem Lauf gefallen. Ich habe nichts angerichtet. Und die konnten mir auch nichts anhaben. Aber ich habe das nur aus einer anderen
Sichtweise gesehen. Und dann kam noch dazu, dass als ich diesen Mann da zappeln sah und der ganz verzweifelt war, da kam ein Araber auf mich zu, der hatte einen ziemlich grauen, schmutzigen Gewand an. Und der war eigentlich da, um diesen Leuten zu helfen. Nicht? Und er hat mich dann angefleht, ich sollte diesen Leuten helfen. Nicht? Kannst du denn nicht was machen? Siehst du, was für ein Elend hier herrscht? Und ich sage, ja, das kann ich nicht. Nicht? Ich bin ein bisschen unter Zeitdruck und ich hatte auch wirklich kein Interesse dran. Bist du auch ein Guide auf diese Wiener Ebene, zu diesen Guides? Das war einer. Ja, Latein am Ende. Ja, das war einer dieser Guides und die kann ich nur bemitleiden. Aber das sind meistens sehr, sehr hochentwickelte Seelen, die sich in diese Abgründe wagen. Nicht? Ich habe einige Leute getroffen, die wirklich da waren, nur um zu helfen. Und das Interessante ist, dass sie sehr häufig auch ganz ärmlich aussehen. Und ich war auf einer niederen Ebene und das war ein bisschen finster. Und da habe ich nach meinem Begleiter ausgerufen. Und da kam ein Mann in Erscheinung, der hatte so eine Kapuze, ganz dunkel, ganz aschgraue Kleider. Und erstmal dachte ich, ja, das ist irgendwie einer von diesen Einwohnern da. Und dann habe ich erst herausgefunden durch seine Ausstrahlung, dass er einer von einer höheren Ebene war, um hier zu helfen. Und der hat mir dann gesagt, du musst dahin gehen. Da sind Leute um einem Feuer herum. Das kann ich auch noch mal kurz beschreiben. Hier, das habe ich auch noch mal aufgezeichnet. Das ist ein ziemlich gutes Repräsentation dieses Bildes. Der hat mich dann in diesen Ort gebracht, wo die Leute um einem Feuer rumgesessen haben und auf das Feuer gestarrt haben und sich irgendwie versucht haben, auf eine andere Ebene zu bewegen. Und das Interessante ist, sobald man sich auf ein Licht konzentriert, dann erhöht man schon die Schwingung ein bisschen. Und ich bin dann auf die zugegangen. Das waren nicht so viele Leute, das waren vielleicht nur fünf oder sechs Leute. Und die haben sofort gemerkt, dass ich von einer anderen Ebene kam. Und die haben sich sofort an mich geklammert. Und die wollten dann, dass ich sie raushole. Und ich bin dann in die Luft gegangen, ich habe mich abgehoben. Nicht? Aber die Energie war so negativ, dass sie mich gleich auf den Boden wieder zurückgezogen haben. Und ich konnte denen nicht helfen. Zum Schluss haben sie die Leute losgelassen, dann war nur noch eine Frau, die da an meinen Hosenbeinen hing und als ich wieder zurück wollte. Und die ist dann, hat sich losgelöst und wieder runtergefallen. Also ich konnte nichts machen in dem Moment. Nicht? Und ich bin danach auf eine andere Ebene gegangen, habe diesen Wirbel benutzt, um mich auf eine andere Ebene zu bewegen. Manchmal ist man einfach hilflos, da kann man nichts machen. Manchmal braucht man nur daran denken oder die Schwingung heben oder durch Liebe. Wie lange verweilen Sie dann auf diese Ebene? Kommen Sie dann irgendwann mit Ihrem Bewusstsein da raus? Kommen da immer wieder Geiz und sagt, wenn ihr anders denkt und anders fühlt, kommt ihr hier raus? Wer zeigt Ihnen den Weg? Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wo die Leute lernen, durch Trial and Error, nicht? Wo die versuchen, verschiedene Möglichkeiten zu finden. Zum Beispiel das eine, was ich erwähnt habe, das Feuer, das Licht, nicht? Dass sie sich langsam auf das Licht, wie eine Meditation, nicht, dass sie sich auf das Feuer konzentrieren und das Licht langsam sie erhellt und es wird dann auch wärmer für sie. Und dann kann es sein, dass sich für sie ganz natürlich die Umgebung verändern oder sie sich von der Gruppe loslösen und auf einmal alleine auf einer höheren Schwingung sind. Auf einmal sehen sie Gras
oder Bäume mit Blättern. Ja, und das Feuer ist immer noch da, aber das ist jetzt schon auf einer anderen Ebene. Nicht? Und so verschiebt sich dann das Bewusstsein und erhält sich langsam. Und dann kommt es sehr leicht, kann es sehr leicht gehen, zum Beispiel, dass Helfer sich einstellen und die dann unter die Fittiche nehmen und die herausfinden. Ich hatte im Vistas of Infinity, Blick in die Unendlichkeit, habe ich beschrieben, wo ich eine außerkörperliche Erfahrung hatte. Auf einmal sah ich da eine Gruppe von Zombies. Die waren wirklich unheimlich hässlich, wie ich das vorhin gezeigt habe, auf diese Weise. Nur sahen die krank aus, die Haut war vom Gesicht verfallen. Und da war eine Frau dabei, ich habe die Energie wahrgenommen und ich bin auf sie zugegangen. Und sie war ganz verzweifelt und ich fragte, weißt du überhaupt, was los ist? Und sie sagte, ja, ich bin in einem Albtraum und ich weiß nicht, wie ich aufwachen kann. Und ich habe ihr dann gesagt, ja, es tut mir leid, du bist nicht in einem Albtraum, du bist tot. Und sie war total erschrocken. Und in dem Moment, wo ich mit ihr gesprochen habe, habe ich sofort ihre ganze Geschichte runtergeladen. Nicht? Und zwar handelte es sich bei ihr um eine Heroinsüchtige, okay? Und sie war durch Prostitution irgendwie von ihren Gaunertypen da irgendwie misshandelt worden und gefangen worden und hat Heroin genommen und ging immer tiefer in so einem tiefen psychischen Abgrund rein. Und dann zum Schluss hat sie eine Überdosis genommen und ist gestorben. Und die war dann in diesem schrecklichen psychologischen Zustand, der ihr Aussehen wie ein Zombie erschienen ließ. Und ich bin auf sie zugegangen und habe mit ihr gesprochen. Ich habe sofort ihr Wesen gesehen, ihr inneres Wesen. Und ich habe sie dann in den Arm genommen. In dem Moment, wo ich sie in den Arm genommen habe und sie getröstet hat, die Finger zu weinen, da hat sich ihre Haut sofort verändert. Nicht? Und man konnte ihre Gesichtszüge sehen zum ersten Mal. Und ich habe dann sie in den Arm genommen und sind dann von dem Ort weggegangen. Und ich hatte dann mit ihr noch gesprochen, sie getröstet, weil sie immer noch am Wein war und so ein bisschen so einen Weinkrampf hatte. Und als wir weggehen, wurde es immer heller, als wir so von der Nacht in den Morgen reingingen. Und wir konnten dann das Gras sehen, es war grün, nicht? Und Bäume. Bis wir dann an einem Park angelangten und da war sie auf einmal eine hübsche Frau. Eine schöne Frau und wir waren dann an dieser Wiese angelangt, Blumen und so weiter und wir haben uns dann hingesetzt auf der Bank und sie war also total normal. Das hatte überhaupt nicht lange gedauert. Und ich musste dann zurück, mir ist der Hals trocken geblieben und ich musste dann zurück in meinen Körper und sie wurde dann von anderen Leuten weitergeführt. Und so kann das manchmal sehr, sehr schnell passieren, dass wenn Leute auf einer unteren Ebene gelandet sind, nicht mal durch ihr eigenes Zutun, nicht, sondern nur durch die psychische Verfassung. Ich habe Leute getroffen, die waren in einem Kerker. Da war eine Frau, die war in einer Betonzelle. Die war gefangen. Und ich war in dieser Betonzelle mit ihr und sie sagt, ich bin gefangen, ich weiß nicht, wie ich hier rauskommen soll. Und ich sagte, ja, ich bin doch, das ist nur eine Illusion, ich bin doch reingekommen. Also wenn ich reinkommen kann, kann sie doch auch rauskommen. Und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und dann hat sich ihre Einstellung total verändert. Die hat sich ihre eigenen Mauern gemacht, nicht durch ihre Beschränktheit in ihrer Aussicht. Und dann, als ich wieder zurückkam, war die Betonzelle weg und die Frau war auch weg. Also es kann ganz schnell
solche psychologischen Zustände können sich sehr schnell auflösen. Nicht mal ohne, dass man was dazu tun kann, sondern nur, dass die Leute irgendwie lernen. Ja? Würdest du sagen, aufgrund deiner Erlebnisse, dass Selbstmord grundsätzlich, ist man da grundsätzlich dann auf einer niedrigen Schwingungsebene oder kann das auch anders sein? Selbstmord ist eine ziemlich dynamische Angelegenheit. Man kann da keine festen Aussagen drüber machen. Nicht? Das kann für die einen Leute so sein, für andere Leute genau das Gegenteil. Das kommt ganz auf die psychische Verfassung an. Wenn jetzt zum Beispiel jemand Selbstmord begeht, der aus Depression und so weiter, sehr häufig wird das nicht in eine negative Situation führen. Sehr häufig werden die Leute begleitet. Also irgendwie welche Schutzengel, sagen wir mal, oder Helfer, die stehen bereit, um die Leute zu trösten und irgendwie versuchen, ihnen die psychologische Hilfe zu geben, um mit ihrem Komma fertig zu werden, den sie ja immer noch rübernehmen. Nicht? Und dann das Schlimmste für sie ist, dass sie die Trauer ihrer Angehörigen erleben müssen. Und das ist eigentlich das Schlimmste. Deshalb sollte man immer von Selbstmord versuchen, irgendwie durch klinische Behandlung oder Psychotherapie irgendwie die Leute davon abzuhalten. Genau dem die Sachen, wo jetzt auch viele Situationen, die jetzt durchgesprochen haben, ja auch noch mehrere Sachen geschrieben wurde, praktisch über Mitgefühl eigentlich bei denjenigen dann Verbesserung bewirken zu können, also dass die sehr schnell aus dem Zustand wieder gekommen sind. Wie zum Beispiel beim Lagerfeuer, da war ja das nicht der Fall. Würdest du jetzt das dem zuschreiben, dass die dann schon, also die dieses Mitgefühl in Hilfe gekriegt haben, bereits dann irgendwie schon bereiter waren, in einer anderen Schwingung waren, oder warum war das da zum Beispiel jetzt nicht der Fall? Ja, also was mir häufig da bei diesem Erlebnis, ich hatte also ehrlich gesagt zu wenig Energie. Man ist ja immer noch Mensch. Nicht? Und man ist ja auch noch diesen psychischen Schwingungen selbst unterworfen. Und als das passiert war, hatte ich einfach, ich zu meinem Bedauern festgestellt, dass ich einfach nicht die Energie hatte, um das auszulösen. Aber ich würde erst mal sagen, das Beste, was man mitbringen sollte, wenn man eine Australreise heißt, ist ein Gefühl der inneren Liebe. Nicht? Erstmal kriegt man dadurch viel, viel Energie und zweitens macht sich das sofort bemerkbar. Nicht? Man kann auch jetzt zum Beispiel, wenn man einen Angehörigen verloren hat, das Beste, was man tun kann, Liebe zu erzeugen und die Liebe zu den Angehörigen aufrechterhalten. Und wie sich das auf der Astralebene manifestiert, das manifestiert sich, die Liebe manifestiert sich als Licht und als Wohlwollen. Das ist eine Energie, die als wenn sie irgendwie umarmt sind, die Leute. So empfinden die das dann. Ihre Aura entzündet sich. Sie werden wirklich sichtbar getröstet und sichtbar geholfen. Und das ist die beste Art und Weise, Verstorbenen beizustehen. Aber ich komme doch ständig mit den Leuten ja auch in Kontakt mit ihnen, ohne dass ich jetzt in der Astralreise bin. Also rein durch meine Gedanken, ja. Wenn ich an denjenigen sende oder das spüre oder so, dann habe ich doch eine Hilfe, also vielleicht ist es nicht so eine reelle, aber es ist ja auch eine Ebene, wo ich kommunizieren kann. Ja, genau. Also. Man hat ja dauernd einen Astralkörper. Und wenn Leute mit dir kommunizieren wollen, dann tun die das mittels ihres Astralkörpers und dein Astralkörper. Den sehen die dann auf der Ebene. Und durch deinen Astralkörper gibst du denen auch wirklich schon Trost. Und die sehen dich auch. Und die spüren dich. Und auch wenn du an sie denkst, fest Auto oder so, diese Liebe, die spüren sie als Energie, nicht? Die ist ganz sichtbar für sie. Deshalb ist es sehr gut, wenn man
mit Verstorbenen Kontakt aufrechterhalten will, dass man das durch das Herz macht. Nicht? Und erstmal bringt man die Angehörigen auf eine bessere Schwingung dadurch. Sie verstehen dich besser dadurch, dass sie auch dann ihr Herz wieder entzündet. Und dadurch entsteht so eine Verbindung schon mal. Nicht? Und das kann sich steigern bis zu einem Gefühl der Glückseligkeit, dass sie dann wirklich befreit werden. Also diese Kraft haben wir hier unten, nicht? Die wir auslösen können. Spüren die auch unsere Abneigung, wenn wir weiter nach dem Tod Abneigung ihnen gegenüber haben? Ja, ganz bestimmt. Ich meine, wenn die Abneigung real ist und zum Beispiel, dann kommt das für die so an, dass sie sich dann Vorwürfe machen und Bedauern versuchen auszulösen. Und dann für sie kann das auch bedeuten, dass wir versuchen, das irgendwie wieder gut zu machen. Und ich war interessanterweise mal auf einer Sitzung von einem Medium, wo eine in dem Publikum, das Medium hat er gesagt, ja, dein Mann ist hier, den sehe ich hier, und er möchte sich unheimlich gerne bei dir entschuldigen für das Unrecht, das Leiden, das er dir zugetragen hat. Und sie sagte, nee, dafür gibt es keine Entschuldigung. Das werde ich ihm nie verzeihen. Nicht? Und also solche Spannungen, die können schon auftreten und die können sich auch erhalten. Und das müssen die irgendwie auf einer Ebene irgendwann mal erledigen. Das kann sein, dass es vielleicht eine andere Inkarnation gibt, wo die das nochmal durchleben müssen. Oder es kann sein, dass sie das auf der astralen Ebene irgendwie versuchen zu verarbeiten. Und da habe ich viele solche Sachen erlebt, wo Leute versucht haben, Sachen zu bearbeiten. Nicht, auszuarbeiten. Und diese Vorwürfe, die sie sich machen und die Schuldgefühle, und das sind alles solche Sachen, mit denen sie sich auseinandersetzen müssen. Wie komme ich dann in Kontakt mit meiner Astralebene? Ja, du hast jetzt Nee. Ich meine, du hast ja sowieso einen Astralkörper. Nicht? Der ist zugänglich für Leute, die da feste Einwohner sind. Du wirst nur wenn du höhere Fähigkeiten als Medium etabliert hast, Mediums, die funktionieren auf einer anderen Schwingung, die können das wahrnehmen, nicht? Verschiedene Medium. Ja, die können, ich hatte auch ein interessantes Erlebnis, mit einem Medium. Ich kam gerade von einer höheren Schwingungsebene runter. Also ich hatte schon dieses Licht in mir aufgenommen. Und auf einmal wurde ich, als ich wieder in meinen Körper zurückfinden wollte, da sah ich ein unheimlich strahlendes Licht. Und von dem Licht wurde ich angezogen. Und das war ein Medium. Und die hatte einen Klienten und sie sagte, und sie fragte, bist du mein Guide? Da sagte ich, nee, ich bin nur zufällig hier. Wenn jemand ein Guide ist, dann bist du das, weil du noch ein starkes Licht ausstrahlst. Nicht? Und da sagte sie zu mir, diesen Typen hier, mental hat sie gesagt, diesen Typen hier mit diesem Klienten, da komme ich einfach nicht durch. Wie kann ich denn in den Rand, kannst du mir helfen? Und ich habe mir den angeschaut und der hatte wie eine Mauer um sich rum. Und da sagte ich, ja, was soll ich denn machen? Soll ich ihn fragen, was seine Lieblingsfarbe ist oder so? Nicht? Und wir haben dann beide noch gelacht und sie hat einfach dann ihren Klienten gesagt, es tut mir leid, ich kann dir nicht helfen. Also das war ein unheimlich schönes Erlebnis für mich, weil es gibt Medien, die eine unheimlich starke Ausstrahlung haben.
Es gibt Leute hier, die hier unter euch sehr wahrscheinlich auch, dass das Licht schon von der astralen Ebene weit sichtbar ist. Und es gibt Leute auf der physischen Ebene, die dieses Licht haben und das man von der astralen Ebene aus unheimlich stark wahrnehmen kann. Und da gibt es noch eine ganze Sache von Erlebnissen, die ich dann noch vielleicht später mal beschreiben kann. Du hast vorhin gesagt, in allen Ebenen, alles, was du siehst, bist du auch. Ja? Und meine Frage geht jetzt in die Richtung, hat sich durch deine Wahrnehmung, die du auf den anderen Ebenen gesammelt hast, hat sich dadurch auch was im Laufe der vielen Jahre, wo du das machst, hat sich da auch was hier in dieser Realität, was für dich verändert, deine Wahrnehmung? Ja, also ich habe mich nie irgendwie für psychische Erfahrung interessiert. Nicht? Ich habe nie mich dafür interessiert, Leute irgendwie auf dieser Ebene als durch clairvoyant oder sowas mich da zu engagieren. Für mich, meine Aufgabe, wie ich das sehe, ich bin Künstler. Nicht? Ich habe irgendwie so Heilsachen habe ich oder irgendwelche Psycho-Sachen, da habe ich irgendwie keinen Bezug zu. Das meinte ich auch gar nicht, sondern nur, ob deine Wahrnehmung sich hier verändert hat. Ja, meine Wahrnehmung hat sich verändert. Ich kann das auch mal kurz beschreiben. Also, das Beste, wie ich das beschreibe, anstelle dieses Bildes hier, wenn man die Einheitserfahrung gemacht hat, das sind zwei Bilder hier. Das linke Bild ist das Ego, die Ego-Mentalität. Und die Ego-Mentalität sucht sich Verbindungen heraus, die dem Ego irgendwie helfen. Zum Beispiel jetzt diese roten Punkte, das sind die Punkte, die dem Ego helfen. Nicht? Dadurch verändert sich auch die Wahrnehmung. Zum Beispiel jemand, der diese konspiratorische Leute, die suchen sich Informationen heraus, die ihren Vorstellungen irgendwie hilft. Ja, genau. Wie heißt der Conspiracy? Ja, genau. Und die suchen dann nur Information, Information Bias heißt das, die irgendwie ihrer Theorie dienen. Okay. Das hier auf der linken Seite, auf der rechten Seite, das ist ein Mensch, der vom Einheitsbewusstsein. Ebene sieht. Der sieht alles gleich, als gleichberechtigt an. Der hat keine Vorurteile. Der kann diese Sachen genauso wahrnehmen wie die blauen. Also zum Beispiel, er hat eine Übersicht. Nicht? Und diese Übersicht stellt sich durch das Einheitsbewusstsein ein, dass man keine Vorurteile hat, nicht? Sondern man sieht die Wirklichkeit sozusagen. Und das bedeutet, dass 99,9% in dieser Realität die linke Seite benutzen. Ja, leider doch. Nicht? Ich meine, wie jeder hat seinen Glauben und die Identität, die Ego-Identifikation setzt sich aus den verschiedenen Glaubens- oder Erfahrungen zusammen und dadurch haben wir dieses starke Ich-Bewusstsein. Und deshalb ist es auch so schwierig, dass sich Leute verständigen können. Nicht? Weil jetzt zum Beispiel ein anderer würde jetzt diese gelben Sachen haben. Und die gelben ist ein anderes Glaubens, total anderer Glauben. Und wenn es ein roter und ein gelber miteinander handeln wollen, dann wollen die einfach nur ihren Punkt stärker machen. Und dann fängt Streit an. Und deshalb wird auf dieser Ebene kommt keiner zusammen. Die Einzige, wie sie zusammenkommen können, ist, dass sie
die Einsicht des anderen genauso in sich aufnehmen wie ihren eigenen. Und dann tritt Verständigung ein. Und so kommen diese ganzen Erlebnisse, durch die wir durchgehen, politischen Erlebnisse und so weiter, die können nur so beseitigt werden. Aber wir schaffen das im Moment noch nicht. Wir sind noch nicht so weit. Aber deshalb ist es wichtig, dass unser Bewusstsein sich langsam auf das Einheitsbewusstsein hin entfaltet. Und das findet im Moment auch statt. Bei Leuten wie wir hier, wo wir meditieren, langsam kommen wir an dieses Einheitsbewusstsein immer mehr heran. Und das hat auch ihren eigenen Triggerpoint. Also das erweitert sich. Andere Leute werden da angesteckt. Und sogar Leute, die nicht an unsere Sachen glauben, die werden davon auch infiziert, auf subtiler Weise. Und das braucht ein bisschen Zeit. Deshalb müssen wir ein bisschen Geduld haben. Aber jedes Mal, wo jemand jetzt näher an dieses Einheitsbewusstsein rankommt, entwickelt sich auch eine bestimmte Kraft, die sich immer stärker macht und immer mehr ausweitet. Also das haben jetzt schon viele, viele Leute gemerkt und festgestellt. Und davon wird immer mehr geredet. Deshalb sehe ich das überhaupt nicht negativ, unsere Entwicklung an. Jürgen, wenn man diesen linken Teil als eine Erfahrungswelt nimmt, die man durchlaufen muss, damit man vielleicht irgendwann auf diesen rechten Punkt kommt, dann würden wir diese erste Klasse ja nie abschaffen, weil dann hätten wir die erste Klasse nicht mehr. Nee, genau. Das wird dann überflüssig. Wir sehen dann erstmal ein, wo, ich meine, man sieht das ja in der Politik oder besonders bei diesen Verschwörungssachen, durch den Virus. Da gab es ja Leute, die da total drauf abgefahren sind und so eine Verschwörung da aufgestellt haben. Und ich hatte sogar am eigenen Leib erfahren, ein guter Freund von mir, der auch außerkörperliche Erfahrung hatte, der hat sich unheimlich stark, ist er diesem Verschwörungsbewusstsein verfallen. Und dann hat er mich abgeschoben als Freund. Und ich habe dann durch außerkörperliche Erfahrung, habe ich ihn dann wieder getroffen und habe mich mit ihm unterhalten. Und jetzt vor ein paar Jahren hat er gesagt, ich habe jetzt mit dieser ganzen Sache nichts mehr zu tun. Nicht? Da ist das irgendwie, ich habe ihm dann auch gesagt, hör mal, wir waren doch gute Freunde, wieso diese Theorie, wieso hast du durch diese Theorie unsere Freundschaft beendet? Und das Interessante war, er hatte sich auf der Astralebene mit vielen Leuten so einen Club gegründet, die auf seiner Wellenlinie waren. Und die haben mich nicht durchlassen wollen zu ihm. Die haben ihn regelrecht abgeschirmt. Und das ist sehr, sehr interessant, wie sich diese Realität oder diese Vorstellen, wie sie sich auf der astralen Ebene manifestieren. Das bedeutet ja, Jürgen, dass auf jeder dieser Schwingungsebenen deine, sag ich mal, linke oder rechte Seite gibt, wo du dich entwickeln musst. Ja, genau. Nicht? Und das ist das ist wirklich also so. Dann dadurch wollte ich noch die Frage beantworten. Dadurch verändert sich dein Bewusstsein, wenn man auf dieser Ebene sich weiterentwickelt. Und da gibt es noch auch visuell. In der visuellen Erfahrung ändert sich auch was. Zum Beispiel das erste Mal. Also hier ist das ganz ein Beispiel davon. Visuell, wie sich was verändert durch Meditation. Harmonisiert sich die Gehirnstruktur. Und das hat man auch schon wissenschaftlich festgestellt, dass das Gehirn sich regelrecht verändert durch regelmäßige Meditation, dass sich das symmetrisiert, die Wahrnehmung symmetrisiert sich zum Beispiel. Ich merke das zum Beispiel, wenn ich am Meer spazieren gehe. Wir wohnen am Meer. Und zum Beispiel anstatt die Meeresbrandung als weißen,
weißes Geräusch wahrzunehmen, dann ist das mehr als irgendwie eine viel subtilere Geräuschkulisse, die mit dem Platschen des Wassers sich verbindet mit dem Schreien der Möwen, irgendwie so ein harmonisches Ganzes bildet, wie so eine Komposition. Besonders wenn ich meditiert habe und dann am Strand spazieren gehe, dann ist das nicht nur ein Laut, sondern das sind so Nuancen der Wahrnehmung. Sogar an der Promenade, da sind sogar, fahren Leute vorbei. Ich habe da einmal meditiert am Strand. Und zwar erstmal habe ich die Geräuschkulisse des Meeres wahrgenommen und dann die Autos, die vorbeigefahren. Das war also schon ein Rauschen. Und dann sogar eine Frau ist vorbeigegangen mit einer Papiertasche. Das Krispeln des Papiers hat sich ganz harmonisch in diese Komposition eingefügt. Nicht? Also dass man dann, wenn das Gehirn symmetrisiert ist, dann nimmt es ganz andere Sachen wahr. Nicht? Und das besonders, wenn man meditiert, weil man dann sowieso in dieser symmetrischen Wahrnehmung schon ist. Und das Gehirn, wenn man jetzt in so einen Röntgentunnel wäre, so ein CT-Scan, dann würde man das sogar sehen, nicht? Wie sich das Gehirn verändert danach. Man könnte sogar, ich glaube, das ist schon passiert, dass die meditierende Leute Gehirnbilder gemacht haben. Das ist ganz anders. Und hier, dieses wollte ich nur noch mal sagen. Zum Beispiel gehe ich auf dem Weg lang, da sind nur Steine. Okay, dann gehe ich an das Gleiche. Das gleiche Bild kann dann so aussehen. Nicht, wenn ich jetzt meditiert habe, da findet eine Symmetrisierung statt. Der Wahrnehmung. Und das kommt ganz aus dem Unterbewussten raus, aus der Gehirnhälfte. Also das sieht, manchmal ist das so, als ob man einem persischen Teppich lang geht. Dann ist das das sind nicht nur Steine oder so, sondern es wird ein Teppich, weil das Gehirn symmetrisiert ist und harmonisiert ist und unsere Wahrnehmung verändert sich dementsprechend. Also manchmal, wenn ich spazieren gehe, dann ist das so, als wenn ich auf einem persischen Teppich lang laufe. Nicht? Also solche Wahrnehmungsverschiebungen können stattfinden. Das kann sich auch sehr schnell wieder umstellen in die alltägliche Wahrnehmung. Das kommt nur darauf an, auf welche Ebene man sich einstellt.